Seit 2002 zieht es groß und klein mit Unterbrechungen in das Freizeitbad Galaxy. Mehr als 4 Millionen Gäste sind seit der Eröffnung vor genau 20 Jahren bereits in das kühle Nass abgetaucht. Zum Jubiläum im März hat sich das Team der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft etwas ganz Besonderes überlegt. Als Dankeschön für die Besucher lädt das Galaxy zu 4 Aktionswochen ein. Aufgrund der Pandemie können wir natürlich keine Riesenparty machen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Wir hätten schon gern mit allen Gästen zusammengefeiert. Deswegen haben wir es auf verschiedene Wochen verteilt. Es wird ganz viele verschiedene Aktionen geben. Es lohnt sich also jede Woche mal bei uns vorbeizuschauen. Von kleinen Gimmicks für die Kinder, aber auch Themen, die in der Gastronomie angeboten werden oder im Wellnessbereich. Also einfach mal auf die Internetseite schauen oder einfach bei uns vorbeikommen. Die Idee eines Freizeitbades wurde ab 1997 planerisch umgesetzt. Der Beschluss für den Bau bedeutete gleichzeitig das Aus als Schwimmhalle für das 1909 gebaute Volksbad. Bevor das Galaxy eröffnet werden konnte, gab es durch die Insolvenz einer Baufirma große zeitliche Verzögerungen. Am 1. März 2002 wurde mit einer Abendveranstaltung und vielen Gästen das neue Freizeitbad feierlich eröffnet. Im September 2011 musste der Badebereich wegen gravierender Mängel am Bau geschlossen werden. Während der Reinigungswoche waren an der Dachkonstruktion über dem Sportbecken erhebliche statische Mängel festgestellt worden. Nach einem Jahr Komplettschließung öffnete das Galaxy nach der Sanierung im Dezember 2013 wieder seine Türen. Der Besucherandrang war riesig. Eine Stunde nach Wiedereröffnung zählte das Spaßbad bereits 300 Badegäste. Im Jahr 2014 wurde mit 300.000 Badegästen ein neuer Jahresbesucherrekord aufgestellt. 2016 wurde Susanne Zetzmann neue Geschäftsführerin der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft. Sie erinnert sich noch genau an ihre Anfänge im Freizeitbad. Für mich persönlich ein Highlight in den 20 Jahren war natürlich, dass ich hier schon in meiner Ausbildung war und im Jahr 2002 das Galaxy mit eröffnen durfte. Damals natürlich noch mit Helm und Gummistiefeln hier beim letzten Putzgang, bevor es losging. Und wir haben uns damals riesig gefreut, als die ersten Gäste kommen. Und deswegen freue ich mich natürlich total, dass ich das nach 20 Jahren auch weiter begleiten darf. Das ist toll. Aktuell gilt im Galaxy die 3G-Regel. Wer also schwimmen oder an einem Kurs teilnehmen will, der muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Das gilt ebenso für den Besuch der Sauna, der Physiotherapie und für Buchungen im Wellnessbereich. Tests können entweder selbst mitgebracht oder bis 18 Uhr vor Ort gekauft werden.